eben, wir haben den Auftrag gehabt und verfolgen schon lange die Zwei-Weg-Strategie, sprich Plan A und B. Und auf das haben wir uns ausgelegt, auf das sind wir vorbereitet gewesen. Also zuerst mal ist es natürlich sicher sehr enttäuschend, dass man das Turnier nicht mit allen weltbesten Spielern machen kann. Ich meine, das ist der Traum von jedem Spieler, Funktionär und Fan. Und insofern ist die Enttäuschung eigentlich gross zum einen und zum anderen auch, ehrlich gesagt, weil es sind gute Jungs und unsere Jungs in der Mannschaft zu haben, ist immer ein Highlight, auch vom rein vom Menschlichen und vom Persönlichen. Insofern ist das, wie gesagt, enttäuschend. Aber wie gesagt, jetzt wissen wir es auch und jetzt gehen wir den Plan B, haben wir zum Glück immer zweigleisig gefahren. Umso wichtiger ist jetzt, dass das Turnier in FISP nicht ausgefallen ist, dass wir mit dem Deutschland Cup und FISP zwei Turniere haben, wo uns wieder viel Eindrücke gegeben hat, viel Klarheit verschaffen hat und uns natürlich extrem hilft in dem Selektionsprozess hinsichtlich Peking. Ja, Patrick Fischer hat natürlich schon über das Prospect-Programm natürlich Spieler, die er sehr breit sichtet. Wir haben eine Long-Term-Strategie und er kennt natürlich alle Spieler aus dem FBF. Und wer ihn kennt, weiß, dass er wahrscheinlich nicht erst seit ein paar Tagen mit einem Blöckli und einem Schreiber unterwegs ist, sondern dass die verschiedenen Szenarien, mag ich mich erinnern, hat er schon seit Wochen drin und ist sich schon seit Wochen am Vorbereiten und so Gedanken auf Papier zu bringen. Und ja, jetzt, wie gesagt, haben wir Klarheit, aber auch wir müssen jetzt auch noch ein bisschen abwarten, wie sich gewisse Sachen weiterentwickeln. Es kann auch Verletzungen geben, es kann zu Quarantänefällen kommen und so weiter. Also der Prozess ist ja jetzt wegen dem nicht abgeschlossen, aber jetzt weiss man mal sicher, in welche Richtung das man geht und welcher Spielerpool schlussendlich in Frage kommt. Gut, wir haben sehr viele Leaderfiguren auch in der Liga und in den Clubs. Da hat es doch auch einige Spieler, die eine wichtige und wichtige Rolle gehabt hätten im Team, auch mit Partizipation von Nordamerika. Aber ja, sie haben recht, jetzt fallen natürlich zwei, drei Leader weg, wo sicher einen grossen Impact gehabt haben und den gilt es jetzt quasi zu kompensieren. Aber wir haben ja gesehen, was für unglaublich gute Spieler hätten müssen über die Chippen springen, wenn die NHL dabei gewesen wäre. Und da gibt es jetzt ein neues Fenster, eine neue Chance für viele und ich glaube, das gibt nicht nur den Spielern neue Perspektiven, sondern auch uns und das gibt auch wieder Chancen. Wie gesagt, die Finnen sind vor ein paar Jahren Weltmeister wurde Union NHL-Spieler und das kann auch ganz eine gute Dynamik geben. Und ich glaube, schlussendlich machen wir das Beste aus der Situation und nehmen aus unserem aktuellen Spielermaterial wieder die beste Konstellation mit. Und es ist genau auch wieder eine Chance zu merken, dass wir unglaublich mit viel Herz und Konsequenz und Leistungsbereitschaft müssen das Werk gehen. Und dann liegt etwas drin.